Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Kurz bevor das Video losgeht, lasst gerne ein Like und ein Abo da. 60% von euch haben meinen Kanal noch nicht abonniert. Ihr könnt mich damit sehr supporten, Abos kostenlos. Vielen, vielen Dank dafür, aber viel Spaß bei diesem Video. Ariel Helwani ist der Reporter im Thumbnail abgebildet, Leute. Ariel Helwani verlässt nämlich ESPN am 15. Juni. Das gab er bereits am Sonntag bekannt, aber es gab so viel Tumult und so viel anderes an Videos, was ich machen musste, dass ich noch gar nicht die Zeit hatte, darüber zu berichten. Aber nun ist es wirklich offiziell. Ariel Helwani, der jahrelange Reporter für die UFC, für ESPN und natürlich auch freiberuflich, hat aufgehört, beziehungsweise hat seine einvernehmliche Trennung mit ESPN bekannt gegeben. Und ESPN ist ja mit für die UFC zuständig. Also wirklich, diese Plattform bietet der UFC und den Reportern halt die ganzen Reichweite für die Interviews und vieles, vieles mehr. Und ja, der MMA-Reporter hatte gesagt, dass er einen 3-Jahres-Vertrag hatte ab 2018, den er halt dort unterschrieben hat, aber dieser nun ausgelaufen ist und er ihn nicht und weiterhin unterschrieben hat. Denn er sagte, ich möchte Sie wissen lassen, dass es hier keine harten Gefühle gibt. ESPN hat mir einen neuen Vertrag angeboten, sagte Herr Wani, und ich habe 2018 für 3 Jahre unterschrieben. Sie haben mir hier einen neuen Vertrag angeboten. Ich hatte die Möglichkeit, mir anzuschauen, was da draußen für mich ist, und ich habe eine Menge aufregender Möglichkeiten und eine Menge Dinge gefunden, von denen ich denke, dass die Fans sie wirklich mögen und begeistert sein werden, so wie ich es auch bin. Ich bin noch nicht ganz bereit, das zu verkünden, aber ich werde es bald auf jeden Fall tun. Ich werde bald davon erzählen. Helwani drückte seine Dankbarkeit für die Möglichkeiten bei ESPN aus und sagte, es sei ein wahrer gewordener Traum. I have no regrets. Der im kanadischen Montreal geborene Moderator des Podcasts Ariel Helwani's MMA Show und weiterer Sendungen wie Ariel and the Bad Guy und DC and Helwani mit dem ehemaligen UFC-Champion Daniel Cormier. Neben seiner Tätigkeit als Topstimme im MMA-Bereich war Helwani auch als Reporter an der Seitenlinie bei NBA-Spielen tätig, worauf er in seinem Abschiedsvideo gerne zurückblickte. Helwani verfügt über eine enorme Präsenz in den sozialen Medien und rühmt sich mit 1,1 Millionen Followern auf Instagram und nähert sich 1 Million auf Twitter. Bevor er zu ESPN kam, schrieb er die Berichte für MMAfighting.com. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich dorthin gehe und 3 Jahre später wieder gehe, sagte er. Aber das ist eine verrückte Welt, das ist ein verrücktes Geschäft, man weiß nie, was kommt. Helwani sagte, die letzten 6 Monate seien stressig gewesen, als die Deadline zur Entscheidung über seine Zukunft kam. Er sagte also, er war nicht immun gegen Kontroversen mit dem UFC-Boss Dana White, und das nie. Und er dankte seinen Chefs bei ESPN und den Fans für ihre Unterstützung während dieser krassen Torturen, die er immer wieder auf sich ergehen lassen musste. Er war auch immer wieder die Person, die zum Beispiel mit unangenehmen Fragen bei den UFC-Fightern bekannt war und diese provoziert hat. Von Khabib bis Rampage Jackson, da bleiben mir die Videos immer wieder im Kopf, und dafür ist Ariel Helwani doch bekannt und dafür habe ich ihn auch immer richtig gefeiert. Und er sagte, ich fühle mich, als würde ich für die Fans arbeiten. Ihr Jungs habt meine Karriere gerettet. Daran gibt es keinen Zweifel. Also werde ich immer versuchen, es den Fans recht zu machen und versuchen, über den Sport auf die richtige Art und Weise zu berichten, auf eine lustige Art und Weise und auf eine originelle Art und Weise. Und dazu würde mich eure Meinung sehr in den Kommentaren interessieren. Ich hoffe, wir werden ihn irgendwie in Bezug auf die UFC noch weiterhin im Zusammenhang hören, aber wäre schade, wenn nicht. Er ist wirklich mein Favorite Interviewer und Favorite Reporter bei der UFC gewesen. Eure Meinung dazu würde mich sehr in den Kommentaren interessieren. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.